Herstellung einer winkligen Innenecke. In diesem Video zeigen wir Ihnen die fachgerechte Herstellung einer winkligen Innenecke. Dazu einen 20er Streifen Polar in Längsrichtung vorfalten. Anschließend ca. 10 cm unten abknicken und zu einer Falte zusammenlegen. Den Knick auf der Rückseite des Eckformteils erhitzen. Und das Formteil in der Senkrechten fixieren. Danach die Seitenteile anschweißen. Anschließend eine Kelle zur Hilfe nehmen und die Falte des Eckformteils erhitzen. Mit der Kelle die Falte auf die vorhandene Fläche andrücken und sorgfältig glatt streichen. Fertig ist eine Innenecke ohne Einschnitte und mit ausreichender Überdeckung. Anschluss an eine Innenecke. Entsprechend der Anschlusshöhe einen Zulagestreifen vorfalten und mit einem Eckschnitt versehen. Mit 8 cm Überdeckung an die Ecke anlegen. Die obere Hälfte des Anschlussstücks erhitzen. Und in der Senkrechten anschweißen. Anschließend vollflächig auf die Fläche aufschweißen und andrücken. Rechtshänder sollten Innenecken immer rechts beginnen, da dies ein sauberes Schweißen erleichtert. Die linke Seite des Anschlusses wird in gleicher Weise hergestellt. Zunächst die Senkrechte verschweißen
danach in der Ecke beginnen. Und das Anschlussstück vollflächig auf die Fläche aufschweißen.